Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Die IT braucht eine digitale Agenda. Das Thema ist Rollen, Herausforderungen und Handlungsfelder der IT im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Christina Schumann. Ich bin Marketingmanagerin bei PRC und leite Sie heute als Moderatorin durch das Webinar. Sie können Ihre Fragen während des Webinars und auch in der Diskussionsrunde stellen, indem Sie rechts die Fragefunktion verwenden. Schreiben Sie einfach hier direkt Ihre Frage rein. Sie haben auch die Möglichkeit, im Anschluss an das Webinar gerne Ihre Fragen zu stellen. Wenn wir es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, werden diese im Nachgang auf jeden Fall beantwortet. Das Webinar wird aufgezeichnet und Sie erhalten als Teilnehmer im Nachgang die Folien zum Webinar. Nun begrüße ich ganz herzlich von PRC Frau Nicole Duft, sie ist Independent Vice President für Digital Enterprise, und Frau Anja Schneider, Head of Innovation Sales von SAP. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Nicole Duft. Vielen Dank für die Einleitung, Frau Schumann. Das Thema die digitale Transformation und die Rolle der IT. Das ist ja kein durchaus neues Thema. Seit Jahren sprechen wir ja darüber, dass die IT das Business stärker unterstützen muss und zum Innovationstreiber werden muss. Gleichzeitig sehen wir aber doch auch, dass sich in vielen Unternehmen die IT-Abteilung noch relativ schwer damit tut, wirklich zum Innovationstreiber zu werden, weil sie häufig noch sehr stark damit beschäftigt ist, die bestehenden Systeme am Laufen zu halten, die Sicherheit zu garantieren. Aber aus unserer Sicht bietet im Grunde die Digitalisierung, die digitale Transformation der IT jetzt wirklich ganz neue Möglichkeiten, endlich diese Rolle des Innovationstreibers oder auch des Business-Treibers verstärkt einzunehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die IT-Abteilungen dabei auch selbst transformieren. Und das ist genau das Thema, was wir heute mit Anja Schneider, Head of Innovation Sales bei der SAP, diskutieren wollen. Welche Voraussetzungen sind dafür nötig, dass die IT sich stärker im Unternehmen als digitaler Treiber, als Innovationstreiber positioniert? Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich ganz gerne kurz 15 Minuten mal einen Blick auf die aktuelle Marktsituation aus unserer Sicht als Analysten werfen. Wir merken das, glaube ich, alle ganz deutlich im Moment, eine massiv zunehmende Veränderungsdynamik. Natürlich mussten sich Unternehmen schon immer mit ihren Geschäftsmodellen an neue Technologien anpassen, aber die Geschwindigkeit, mit der das heute passiert, hat einfach exponentiell zugenommen. Strukturen, Wettbewerbskonstellationen, Geschäftsmodelle verändern sich einfach durch die Digitalisierung sehr, sehr viel schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war. Lassen Sie mich ein kleines Beispiel nennen. Das Telefon brauchte noch 75 Jahre, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Das Mobiltelefon brauchte nur noch 16 Jahre. Das World Wide Web hatte, das Internet hatte innerhalb von 7 Jahren 100 Millionen Nutzer erreicht, und Instagram brauchte dafür nur noch 2 Jahre. Und wenn Sie sich das als exponentielle Kurve vorstellen, dann sieht man schon sehr deutlich, in welche Richtung das geht. Die Veränderungsdynamik ist einfach massiv gestiegen. Und in der Folge sehen wir einfach, dass sowas wie Größe und Finanzkraft von etablierten Unternehmen nicht mehr ausreicht, um am Markt zu bestehen oder sich gegen Verdrängung zu schützen. Sie sehen hier ein paar schöne alte Traditionsmarken. Denken Sie an Kodak, früher Weltmarktführer im Bereich der Fotografie, musste 2012 Insolvenz anmelden. 2012 hat auch Facebook Instagram gekauft für 1 Milliarde US-Dollar. Damals hatte Instagram gerade mal 12 Mitarbeiter und nicht wirklich ein Ertragsmodell. Einige erinnern sich vielleicht noch an Neckermann.
ganz bedeutender Player im Versandhandel in Deutschland. Wir wissen alle, was passiert ist, durch Amazon verdrängt. Nicht, weil Versandhandel kein Thema mehr war, sondern entsprechende Online-Modelle eine viel, viel größere Rolle spielten und Neckermann das nicht mitbekommen hat. Brockhaus, eine Traditionsmarke aus dem 18. Jahrhundert, Sie kennen alle die Geschichte, durch Wikipedia verdrängt. Ebenso Nokia, Apple hat mit dem iPhone das Ende der Nokia-Ära eingeläutet. Heute spielt Nokia im B2C-Geschäft kaum noch eine Rolle. Gleichzeitig sehen wir aber auch, und das ist wirklich ganz spannend, dass selbst diese digitalen Champions permanent unter Beschuss stehen und permanent ihre Geschäftsmodelle hinterfragen müssen. Instagram ist zwar, hat zwar Facebook abgelöst als beliebtestes Social Network unter Teenagern, aber jetzt kommt hier dieser kleine gelbe Geist, Snapchat. Ich sehe das an meinen Kindern, die mittlerweile massiv Snapchat nutzen, auch wenn das für uns ältere Generationen nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Auch Amazon sieht sich zunehmend neuen großen Wettbewerbern gegenüber, die entweder mit neuen Geschäftsmodellen oder neuen Ansätzen kommen, wie Etsy, oder auch sozusagen den globalen Markt ganz anders ausrollen. Google Shopping macht mittlerweile 5 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr. Auch da sehen wir ganz deutlich, auch die Geschäftsmodelle der sogenannten digitalen Champions stehen unter Beschuss. Wir sehen auch, dass beispielsweise Content aus Wikipedia immer weniger bedeutsam wird und zunehmend durch Videocontent abgelöst wird. Oder nehmen Sie das Beispiel von Spotify, die Apple, die vormals mit iTunes mal den Musikmarkt revolutioniert haben. Plötzlich hat Spotify Apple sozusagen zum Nachahmer degradiert, vom Vorreiter zum Nachahmer degradiert. Und das sehen wir natürlich in vielen verschiedenen Branchen, dass die Markteintrittsbarrieren ganz deutlich gesunken sind. Nehmen Sie prominente Beispiele wie Tesla in der Automobilbranche oder Virgin in der Raumfahrt. Und wenn wir uns mal anschauen, was eigentlich diese sogenannten digitalen Champions gemeinsam haben, wo sie ihre Wettbewerber übertreffen, dann sind das im Grunde drei Bereiche. Das ist zum einen eine sehr, sehr konsequente Kundenorientierung. Das ist natürlich nichts Neues. Schon immer haben sich Unternehmen dadurch vom Wettbewerb differenziert, indem sie sehr stark kundenorientiert waren. Aber ich glaube, heute die erfolgreichen Unternehmen denken wirklich alle ihre Geschäftsprozesse vom Kunden her, nicht nur im Marketing und Sales, sondern auch in den Backend-Funktionen, in der Logistik, im Finanzbereich und eben auch in der IT. Und diese ganzheitliche, individualisierte Optimierung der Kundenerfahrung an allen Kontaktpunkten erfordert eben eine Kundenorientierung, die weit über das hinausgeht, was wir so in der Vergangenheit kannten, dass wir eben nicht mehr inside out, sondern vom Kunden her sämtliche Geschäftsprozesse angehen. Da spielt die IT zunehmend eine Rolle, darauf kommen wir gleich noch ein bisschen stärker. Datenbasierte Geschäftsstrategien ist aus unserer Sicht der zweite Bereich, den wir als sogenannten strategischen Imperativ der Digitalisierung bezeichnen. Da ist sicherlich Google der Vorreiter, die uns vormachen, wie Daten als zentrale strategische Ressource genutzt werden und als Basis für neue Geschäftsmodelle dienen. Und ich glaube, es ist absolut zentral, dass Unternehmen in allen Branchen, nicht nur wenn wir über B2C sprechen, die Fähigkeit, Daten für neue Services zu benutzen, nicht nur für die Steuerung ihres Geschäfts zu nutzen und für eine Optimierung der Kundenerfahrung zu nutzen. Das ist für uns absolut der zentrale Punkt. Und nehmende Datenvolumen und die Vielfalt an Daten in Echtzeit oder auch predictive zu verarbeiten und zu speichern, kann ich darauf auf dieser Basis auch innovative Services entwickeln. Der
dritte wesentliche strategische Imperativ der Digitalisierung, wenn ich das so nennen darf, ist ganz klar Agilität und Innovationsfähigkeit. Wir haben eben über die zunehmende Veränderungsdynamik gesprochen. Da funktionieren einfach so langfristige Planungshorizonte oder klassische Produktentwicklungsmethoden oder auch langwierige Rollout-Prozesse in der IT, die funktionieren einfach nicht mehr, die müssen passé sein. Und leider sehen wir eigentlich, dass die wenigsten Unternehmen heute wirklich in der Lage sind, ausreichend schnell auf diese Marktveränderungen zu reagieren. Das funktioniert wirklich nur, wenn das gesamte Unternehmen in allen Prozessen und in der Unternehmenskultur auf Agilität und Innovationsfähigkeit ausgerichtet sind. Da ist Fortify ein schönes Beispiel für, wie wirklich sämtliche Prozesse und auch die Unternehmenskultur sich daran ausrichten am Thema Agilität und Innovation. Und in all diesen Bereichen spielt die IT eine zentrale Rolle oder sollte zumindest eine zentrale Rolle spielen. Wenn wir uns jetzt aber mal kurz anschauen, wie das in europäischen Unternehmen aussieht, hier Ergebnisse von einer Befragung, die wir in europäischen Unternehmen durchgeführt haben, dann sehen wir, dass in den allermeisten Unternehmen wirklich vereinzelte Projekte umgesetzt werden, so ein bisschen was im Marketing und im Vertrieb, aber nur selten wirklich eine einheitliche digitale Strategie im Unternehmen verfolgt wird. Und das funktioniert dann, solange ich primär über eine digitale Frontend-Transformation spreche. Und das ist eigentlich, wo die meisten Unternehmen heute stehen. Also sie sprechen über digitales Marketing, über Omnichannel-Strategien, über Mobile Apps. Aber das ist aus unserer Sicht wirklich erst nur der erste Schritt der digitalen Transformation. Es geht nämlich bei der Digitalisierung in einem zweiten Schritt noch sehr viel stärker um die Digitalisierung des gesamten Unternehmens. Das heißt, auch die Digitalisierung von Backend-Prozessen und die Einbindung mit dem Frontend. Weil wenn nicht Backend-Prozesse wie beispielsweise auch die Logistik, der Einkauf oder die Rechnungsstellung durchgehend digitalisiert sind, haben wir ein Problem mit der optimalen Kundenerfahrung im Frontend. Und in einem dritten Schritt geht es aus unserer Sicht noch weiter, nämlich über die Unternehmensgrenzen hinaus, wenn Sie sich anschauen, was heute im Bereich Smart Home oder Smart Car, Smart Health, Smart Cities, all die schönen Begriffe, die mit Smart beschrieben werden, da sprechen wir plötzlich nicht mehr über einzelne Unternehmen, die an den Markt gehen, sondern über Ökosysteme, Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die mit kollaborativen Geschäftsmodellen versuchen, ein optimales Kundenerlebnis herzustellen. Und in diesen drei Schritten verändern sich natürlich auch die Schwerpunktfelder für die Unternehmen, die Investitionen, aber natürlich auch die Anforderungen an die IT. Während wir also in diesem ersten Schritt der digitalen Frontend-Transformation primär noch über Omnichannel beispielsweise sprechen, über Analytics im Bereich Marketing und Sales oder auch über so einzelne Innovationsteams oder Labors, die eingerichtet werden, wird es halt in diesem nächsten Schritt, wenn wir verstärkt über die Backend-Prozesse sprechen, viel stärker noch um eine Integration sämtlicher Prozesse gehen, um eine Integration der verschiedenen Datenquellen im Unternehmen, also das Aufheben von Silos gehen. Wir brauchen nicht nur einzelne Innovationsteams, sondern wir brauchen eine Innovationskultur über das ganze Unternehmen hinweg. Und gerade dieser Schritt zu einem digital integrierten Unternehmen, wie wir das nennen, ist ohne eine IT an zentraler Position überhaupt nicht machbar. Und aus unserer Sicht ist das einfach der Grund dafür, dass die Digitalisierung die IT plötzlich in eine Pole-Position bringt, diese ganzen Entwicklungen nicht nur zu unterstützen, sondern auch ganz aktiv voranzutreiben. Und das wird natürlich noch viel stärker der Fall sein, wenn wir uns in Richtung digitale Ökosysteme bewegen, gerade wenn wir über branchenübergreifende Plattformen sprechen, auch branchenübergreifende Auswertungen von Daten beispielsweise, dann
ergeben sich natürlich nochmal ganz neue Infrastruktur und auch Sicherheitsanforderungen, die ohne die IT an zentraler Stelle gar nicht adressiert und gelöst werden können. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die IT-Abteilungen selbst transformieren und das auch sehr, sehr aktiv vorantreiben. Aus unserer Sicht ist beispielsweise diese Koordinierungsfunktion die vielen vereinzelten Digitalisierungsprojekte, die wir im Moment in den Unternehmen beobachten, einen Überblick zu sich zu verschaffen und die miteinander zu koordinieren und wirklich als Treiber eines integrierten, positiven Kundenerlebnisses zu fungieren, die kann und sollte bei der IT liegen, gerade wenn wir darüber sprechen, dass die wichtigste Basis dafür häufig integrierte Datenquellen sind. Das ist ein Bereich, der ohne die IT kaum zu realisieren ist. Da muss die IT ganz aktiv im Aufbau der entsprechenden Expertise aktiv werden. Und gleiches gilt im Grunde auch für das Thema Agilität und Innovationsfähigkeit. Ich meine, agile Methoden wie Scrum beispielsweise kommen ja aus der IT, kommen aus dem Software Development. Und die IT wäre eigentlich wunderbar dafür geeignet, solche agilen Methoden noch viel stärker ins Gesamtunternehmen zu treiben und damit viel stärker eben diese Rolle, die schon seit so vielen Jahren beschworen wird, als Treiber von Geschäftsinnovationen und natürlich auch als Sicherheitsaspekt, Architekt in der digitalen Welt wahrzunehmen. Wo sehen wir die zentralen Handlungsfelder, wenn wir sagen, die IT braucht selbst eine digitale Agenda? Im Bereich Kundenorientierung ist ganz klar, die Kundeninteraktion ist immer stärker IT-basiert. IT-Wissen ist also absolut zentral für die Kundenorientierung. Das bedeutet aber auch, gerade wenn die IT diese Rolle des Koordinators übernehmen will, muss sie einen Überblick haben über alle Kundenkontaktpunkte, über die technologischen Maßnahmen, die nötig sind, um an den jeweiligen Kontaktpunkten wirklich jeweils ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen. Und sie muss diese Rolle ganz aktiv ausfüllen. Ich glaube, sehr viel Nachholbedarf gibt es in fast allen IT-Abteilungen, wirklich, wenn es nochmal um endkundenorientiertes Mindset in der IT geht. Das wird häufig noch so dem Marketing zugeschoben, auch wirklich die Kenntnisse über all das, was heute im Customer Experience Management möglich ist, gerade basierend auf Daten. Das ist ein Feld, was die IT definitiv nicht dem Marketing allein überlassen kann. Natürlich, ich glaube, im Bereich datenbasierte Geschäftsstrategien wird die IT am ehesten noch in der Vorreiterrolle gesehen, weil keine Fachabteilung wirklich in der Lage ist, die entsprechenden Infrastrukturen zu schaffen für ganzheitliche Analytics-Lösungen. Aber dafür muss die IT jetzt frühzeitig aktiv werden, die entsprechende Expertise, die entsprechenden Skills aufzubauen, Data Scientists, Business Analysts entweder selbst zu rekrutieren oder auszubilden und natürlich da auch für die entsprechende Sicherheit zu sorgen. Der dritte Punkt, Agilität und Innovationsfähigkeit, erfordert natürlich zum einen ganz wesentlich entsprechende IT-Architekturen, aber auch aus unserer Sicht ein bisschen mehr, ich sag mal, Start-up-Kultur in den IT-Abteilungen. Das Schaffen von Freiräumen, in denen Standard-IT-Prozesse verstärkt ausgelagert werden und wirklich mehr Freiräume für Innovationsprojekte geschaffen werden. Auch das erfordert natürlich, was wir für die gesamten Unternehmen brauchen, eine andere vielleicht Performance-Steuerung oder auch neue KPIs, eine agilere Mitarbeiterkultur, Mitarbeitersteuerung in den IT-Abteilungen. Ich glaube, da bewegen wir uns häufig noch in sehr traditionellen, teilweise hierarchischen Strukturen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, die IT-Abteilungen steuern häufig die Technologiepartner, sie steuern das Sourcing und auch da ist
aus unserer Sicht sehr viel stärker die Anwendung von agilen Methoden gefragt und nicht die klassischen Herangehensweisen, die wir in großen IT-Projekten in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Das vielleicht ganz kurz als Zusammenfassung, wo aus unserer Sicht die wesentlichen Handlungsfelder und Herausforderungen für die IT liegen. Und jetzt möchte ich gerne Frau Anja Schneider, die Head of Innovation Sales bei SAP ist, mit in die Diskussion einbinden. Nochmal hier der Hinweis, nutzen Sie gerne die Chat-Funktion für Ihre Fragen, die wir gerne in die Diskussion mit aufnehmen möchten. So, fangen wir vielleicht mit dem Thema Agilität und Innovationsfähigkeit an. Wie kann die IT eigentlich Beschleuniger agiler Projekt- und Prozessansätze werden? Frau Schneider, das ist ja ein hehrer Anspruch, den wir da haben. Sind wir da schon oder ist die IT nicht in vielen Unternehmen häufig noch Erfüllungsgehilfe oder teilweise auch Verhinderer? Wie sehen Sie das bei Ihren Kunden? Jetzt erstmal herzlichen Dank, Frau Duft, für die Einladung und für das Aufsetzen des Webinars. Ich hoffe, Sie verstehen mich auch gut mittlerweile. Wunderbar, ja. Sie hatten den Ansatz, ob die IT nicht tatsächlich Erfüllungsgehilfe oder gar Verhinderer ist. Also leider muss ich da manchmal so ein bisschen, was die Wahrnehmung angeht, aus Sicht des Fachbereichs zustimmen. Die IT wird häufig, wenn wir in den Diskussionen sind, so ein bisschen, manchmal sogar außen vor gehalten, weil man hat so das Motto, nicht agil, das ist komplex, bevor ich mit der IT-Abteilung anfange, da mache ich es lieber selber. Und das sehe ich aber als den falschen Ansatz, weil ich denke, die meisten IT-Organisationen sind heute wirklich keine Verhinderer in dem Sinn, sondern sie haben auch ein schwieriges Spannungsfeld zu betrachten. Man muss nämlich eigentlich auch den ganzen Betrieb auch gewährleisten können an unterschiedlichen Prozessen, an Lösungen, die implementiert sind. Und darüber sind häufig auch schon recht knapp Ressourcen und Budgets auch aufgebraucht. Und was wir dann häufig sehen, ist, dass der Fachbereich rangeht und einfach nach der schnellen und flexiblen Lösung sucht, damit auch die Komplexität erstmal im ersten Aspekt umgeht und sich dann eine eigene kleine Lösung baut. Und am Ende kommt man mit der IT wieder zusammen und dann gibt es so die Frage, ach, wie hätte ich es denn jetzt eigentlich, wie würde es denn integriert auch in unsere Landschaft passen? Und dann passiert natürlich was, wo ich sage, dann wird es eigentlich noch viel schlimmer, als wenn man direkt vorneweg an einen Tisch sich gesetzt hätte. Ich bin der festen Überzeugung, dass die digitale Transformation, die Sie vorhin auch so schön beschrieben haben, absolut nicht funktioniert, wenn wir die IT nicht an Bord haben. Und einfach, man muss schauen, welche Geschäftsprozesse brauche ich heute noch? Wie können die Geschäftsprozesse auch umgebaut werden, damit die Transformation auch tatsächlich funktioniert? Und ich sehe viel, viel mehr, dass es eine erwachsene gemeinsame Diskussion ist zwischen den beiden, ich will sagen, Parteien, dem Fach und der IT. Und manchmal so ein bisschen gibt es so ein Synonym aus der Natur, würde ich mal sagen. Die IT, der IT-Leiter wird häufig als der Schäfer auch betrachtet. Der muss sich um die Schäfchen kümmern, dass die drin bleiben in ihrem Stall und dass es entsprechend auch geschützt ist, dass die Herde beisammen bleibt und alles auch so funktioniert. Aber häufig, was wir brauchen in dem Rahmen der Innovation, sind auch natürlich die Schafherde, dass sie beisammen bleibt. Aber manchmal braucht man vielleicht auch einen verrückten roten Gorilla, der mal durch den Wald läuft, zum Thema Innovation. Und wo man nicht direkt mit der Schrotflinte des Business Case drauf schießen kann. Und vielleicht kommen wir zu dem Simple später noch, das ist für uns immer eine gute Analogie, das Thema, das Spannungsfeld auch darzustellen im Rahmen der digitalen Transformation. Ja, weil natürlich zunächst mal hat ja die IT immer noch so die Rolle, die müssen sich um die Architektur und die Infrastruktur kümmern, aber die ist ja auch häufig eine ganz wesentliche Grundlage, um agil zu sein. Also was sind da so die zentralen Voraussetzungen aus Ihrer Erfahrung, dass die IT damit die Grundlage schafft für mehr Agilität und Innovationsfähigkeit?
Also im Grunde müssen Sie ja, wie Sie schon beschrieben hatten, Sie müssen schauen, dass der tatsächliche Betrieb auch der Betrieb aufrechterhalten ist. Und dann muss man einfach schauen, wie man einen schnellen und direkten Mehrwert auch für den Fachbereich schaffen kann. Man muss sich gemeinsam an einen Tisch setzen und dann einfach mal runterdeklinieren, was sind denn die Anforderungen des jeweiligen Gegenübers, wie kann man das schnell und einfach auch umsetzen mit einem kleinen Prototypen. So hat es zum Beispiel auch die Firma Klöckner gemacht. Die haben innerhalb, also die Firma Klöckner, die ist im Grunde einer der weltweit größten Produzenten unabhängigen Stahl- und Metalldistributoren. Und was die gemacht haben, ist tatsächlich auch alle Parteien an einen Tisch zu setzen. Und was sie machen wollten, ist eine erste integrierte Serviceplattform in der Stahl- und Metalldistribution zur Verfügung zu stellen. Und das klingt erstmal nach einer aufwendigen Aufgabe, aber genau auch hier hat Business und IT die Ziele gemeinsam zusammengebracht. Und sie wollten eben einen schnellen, aber einen integrierten Ansatz, weil da ging es nämlich auch darum, dass die Prozesse im Backend funktionieren unter neuester Nutzung der neuesten Technologie. In dem Rahmen hat man sich in einem Design Thinking Workshop zusammengefunden und hat dann einfach überlegt, wie kann der Use Case aussehen. Und ohne jetzt zu lange über das Programm zu sprechen, sie haben auf der Basis der Technologieplattform mit der HANA Cloud Plattform innerhalb von 6 Wochen vom ersten Design, also wir setzen uns zusammen, wir haben noch keine große Idee, aber viele, viele kleine Ideen. Es hat 6 Wochen gebraucht, bis sie tatsächlich zum produktiven Piloten übergegangen sind. Und da muss ich sagen, in dieser Zusammenarbeit zwischen IT und Business kann ganz, ganz Großes entstehen, was dann auch weitere tragfähige Lösungen mit sich zieht. Ja, das sind ja eigentlich genau die Punkte, die immer wieder genannt werden. Ne? Also das Aufheben von Silos und wirklich multidisziplinär zusammenarbeiten und wirklich aus Sicht des Kunden, also wenn Sie sagen, Sie haben Design Thinking angewendet, dass man wirklich aus Sicht des Kunden agiert. Was sind sonst noch so Methoden, die bei Ihnen da häufig zur Anwendung gekommen sind, beispielsweise im Klöckner-Fall? Also haben Sie da auch mit Scrum oder DevOps, wird ja auch häufig in dem Zusammenhang genannt. Sind das Methoden, wo Sie feststellen, dass die auch über die IT hinaus wirklich eine wichtige Rolle spielen zunehmend? Das Design Thinking Thema stelle ich nochmal kurz zurück, weil das ist natürlich eins meiner Lieblingsthemen, weil wir das machen wir sehr häufig im Rahmen der digitalen Transformation. Um auf, in Anführungszeichen, das Pudelkern zu kommen, wo fangen wir denn eigentlich an? Aber vielleicht kurz zur Frage mit den Methoden wie Scrum und DevOps als Beispiel. Aus Sicht der SAP, wir verwenden im Moment eine Kombination, würde ich sagen, aus Lean, agilen Methoden, Design Thinking und Business Model Innovation. Und im Grund, was wir dann immer schauen, wenn wir uns das Thema Innovation anschauen, ist immer die 3 Kernfragen. Nach wie ist es tatsächlich machbar, also der Feasibility, da schauen wir uns dann unter Lean Management, agile Entwicklungsmethoden, auch DevOps unter anderem an. Unter dem Stichwort, will es denn der Kunde eigentlich tatsächlich? Desirability, wie ist es wünschenswert? Gehen wir mit Design Thinking ran, schauen uns mit dem Endanwender genau an, wie sieht denn eigentlich der Kunde der Zukunft aus? Wie gehen wir diesen Kunden der Zukunft auch heute schon an? Und wo sind vielleicht auch tatsächlich Medienbrüche und Lücken? Und natürlich am Ende kommt dann irgendwann mal doch die Keule der Frage nach der Wirtschaftlichkeit, nach der Viability. Und dann gehen wir ran mit dem Thema Business Model Innovation, mit der Frage, wie kann man tatsächlich auch weiteres Geschäft daraus ableiten. Weil am Ende machen wir natürlich nichts und unsere Kunden machen nichts, wo nicht auch ein tatsächlicher wirtschaftlicher Mehrwert für sie drinsteht. Aber ganz am Anfang, und das hatten Sie auch vorhin wunderbar dargestellt, ohne den Kunden geht gar nichts. Weil am Ende ist wirklich der Endanwender, der ist so im Mittelpunkt bei uns auch und deswegen arbeiten wir am Ende von so einem Design Thinking Ansatz, fokussieren wir uns auf einen Prototypen, der wird relativ schnell umgesetzt und dann wird direkt am Endanwender, am Kunden immer wieder gecheckt, passt es nicht. Erste Ideen werden generiert, Visualisierungen werden generiert und dann aber auch wieder verworfen.
Und das lässt sich, so wie wir mit den Kunden arbeiten, auch auf unseren kompletten Entwicklungszyklus und Entwicklungsprozess. Damit haben wir im Wesentlichen auch die Prozesse intern beschleunigt. Jetzt war es ja in der Vergangenheit so, ich gehe mal schon mal aufs nächste Thema. Wenn Sie davon sprechen, wir gehen sehr stark immer vom Kunden aus. Das ist ja eigentlich das, was häufig die Rolle im Marketing und Vertrieb war. Und die IT wurde erst viel später eingebunden in den gesamten Prozess. Die waren dann diejenigen, die das Ganze umsetzen sollen. Und ich treffe auch immer noch viele Unternehmen, die sagen, naja, die Innovationen werden bei uns im Marketing gemacht. Die IT ist dann wirklich der Umsetzer des Ganzen. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass die IT von Anfang an schon sozusagen in dem Innovationsprozess mit dabei ist? Es ist einfach wichtig, dass alle Bereiche an einem Tisch sitzen und man die unterschiedlichen Perspektiven auch mal mit aufnimmt. Wenn die IT hier direkt eine aktive Rolle hat, dann kann man entsprechend auch direkt bestimmte Vorangaben testen, man kann schauen, was ist auch tatsächlich möglich, wo sind Grenzen, aber wo muss man auch flexibel bleiben, was ist umsetzbar. Und im Grunde sehen wir so, dass wirklich die optimale Kundenerfahrung hier das zentrale Ziel ist, und darüber brauchen wir, da müssen wir einfach mittlerweile schauen. Es gibt unterschiedliche Absatzkanäle, unterschiedliche Kommunikationskanäle, wo wir mit dem Kunden agieren. Und wenn das nicht sauber aufgesetzt ist auch und am Ende, wenn man sich anschaut, zum Beispiel jetzt aus der Produktion heraus, dass man mit einer Losgröße 1 produzieren kann, der Kunde soll ein individualisiertes Produkt bekommen, dann funktioniert das aber auch nur, wenn die IT hinten dran entsprechend aufgestellt ist. Und das funktioniert nicht, wenn das jeweils, jeder geht seiner Wege und am Ende trifft man sich und guckt sich tief in die Augen und dann ist häufig schon das Kind in den Brunnen gefallen. Also für uns ist es ganz klar, die erfolgreichen Projekte mit einer Omnichannel-Commerce-Strategie gehen über die unterschiedlichen Silos hinweg, egal in welcher Organisation, man setzt sich zusammen, Sales, Marketing, und vor allem eben auch die IT. Und ich sehe sogar auch so, die IT muss diesen Dialog auch proaktiv einfordern und fördern und vielleicht auch direkt hier auch der Dreh- und Angelpunkt werden. Und weil, wie gesagt, der integrierte Ansatz, der braucht die saubere IT-Infrastruktur. Und vor allem, wie gesagt, ohne die richtigen und konsistenten Daten, ganz schwierig mit der tatsächlichen Omnichannel-Strategie. Absolut richtig, ja. Also sind denn die IT, sehen Sie in den Projekten, ist die IT tatsächlich, setzen die häufig solche Ansätze auf oder kommt das dann doch aus dem Marketing? Also ist die IT diejenige, die sowas wie ein Design Thinking Workshop, wo man verschiedene Leute an den Tisch bringt, auch anstößt oder ist es dann doch wieder eher Marketing, weil die sagen, wir müssen jetzt mal über die Customer Experience sprechen und dann nehmen wir dann halt die IT dazu? Es ist wirklich teils, teils. Also mit den Kunden, mit denen wir sprechen, haben wir sowohl den einen Ansatz als auch den anderen. Aber egal in welchen Konstellationen wir vorgehen, wenn wir jetzt in so einen Design Thinking Workshop gehen, empfehlen wir auch, wenn der Kunde sagt, ich möchte das jetzt erstmal in dem einen Bereich nur diskutieren, versuchen wir auch, nein, lass uns gesamtheitlich, lass uns unterschiedliche Fachbereiche dazu nehmen. Und lass uns auf jeden Fall auch die Vertreter von der IT mit ins Boot holen, und um da eben den möglichst breiten Mix, aber auch später über die drei Aspekte der Machbarkeit, der Wirtschaftlichkeit und auch der Desirability, das kriegen wir nur dann hin, wenn wir auch alle im Boot haben. Und wie gesagt, es gibt den Ansatz von der einen Seite und es gibt ihn von der anderen Seite. Das ist natürlich wahrscheinlich häufig die Herausforderung, dass die IT nicht gleich mit der Realisierbarkeitskeule, sage ich mal, sämtliche Innovationen. Genau, die muss man manchmal ein bisschen im Zaum halten. Aber am Ende bei so einem Workshop kommt man häufig raus und sagt, wow, hätte ich gar nicht gedacht. Tolle kreative Lösungen, es ist dann nicht alles abgehoben, sondern es ist wirklich, man findet da einen guten Konsens und eine gute Basis.
Ja, weil Innovation natürlich auch verlangt, dass man einfach mal was ausprobiert und das vielleicht auch wieder verwirft, wenn es nicht funktioniert, und nicht immer erst alles bis zum Ende durchplant, ein IT-Projekt aufsetzt, was 6 Monate dauert und zum Schluss merkt man, dass gar kein Kunde das wollte, sondern dass man wirklich mit kleinen Schritten vorangeht, wie Sie das auch genannt haben. Ja. Jetzt möchte ich nochmal fragen, gibt es schon Fragen von Seiten der Teilnehmer, vom Publikum? Ja, ich hätte eine Frage jetzt. Wir sind ja bei dem Thema IT als Koordinator. Hier hätte ich eine Frage von einem Teilnehmer. Häufig weiß die IT doch gar nicht, was an der Kundenschnittstelle alles läuft. Wie bekommt man mehr Kundenorientierung in die IT? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Aber das ist der Ansatz wirklich des stetigen Gespräches zwischen den Abteilungen, zwischen den Bereichen, einfach auch mal ranzugehen, in die Fachbereiche reinzugehen, über die Schulter zu blicken, was sind denn die Themen, in regelmäßigen Lenkungskreisen. Das sehen wir bei unseren Kunden, dass die IT eben auch hier eine wesentliche Rolle mitspielt und teilweise, wie gesagt, gemeinsam auch mal rausgeht zum Kunden, über die Schulter blickt. Und das haben wir vor kurzem auch bei einem größeren Handelsunternehmen gehabt. Da war auch alle in einem Boot. Und da war auch immer so dieser Ansatz, also manchmal kriegen wir es gar nicht mit, was so passiert. Da muss man daran arbeiten, weil ansonsten ist man wirklich in dieser Situation, dass man die Lichter anbehält und dabei gibt es so große und wichtige Aufgaben im Rahmen der Digitalisierung zu stemmen. Und das proaktiv auch anbieten, um zu treiben. Also da ist einfach ja, die stetige Anstrengung. Ja, die stetige Anstrengung, was ich auch häufig schon gehört habe, ist, dass sich alle, also ich sag mal vom Management bis zum einzelnen IT-Mitarbeiter auch mal in die Perspektive des Kunden hineinversetzen und mal das Contact Center anrufen, in den Shop gehen, selber versuchen über die Website was zu bestellen, also wirklich konsequent diese Customer Journey selber mal aus Kundenperspektive nachvollziehen, weil da ergeben sich dann ja häufig die Punkte, wo es vielleicht hapert, wo was verbessert werden kann und nicht immer nur sozusagen aus der internen Sicht das Ganze zu betrachten. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil da häufig dann die interessanten Einsichten auch zustande kommen und dass man sich wirklich in die Schuhe des Kunden sozusagen begibt. Absolut, absolut. Kommen wir vielleicht zum Thema Datenintegration. Das haben Sie ja auch schon häufig angesprochen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für die SAP. Wie weit sind denn aus Ihrer Sicht da die Unternehmen, wirklich datenbasierte Geschäftsstrategien aufzubauen? Also nicht nur, sag ich mal, mein Geschäft zu steuern, das machen wir schon seit vielen Jahren, dass wir auf Basis der Daten unser Geschäft steuern, sondern dass wir wirklich innovative neue Modelle aufsetzen in den Unternehmen. Wie weit sind Ihre Kunden da und was sind die notwendigen Schritte? Ich denke, hier ist wirklich die ersten Schritte sind getan, aber das Thema Daten und Datenanalyse und vor allem Aktionen auf Basis der Datenanalysen. Können Sie mich noch verstehen? Ist die Verbindung gut? Ja. Ja. Ich hatte gerade so einen kleinen Ausfall. Also der Ansatz ist wirklich hier zu sagen, wir sind auf einem guten Weg. Häufig ist das Thema datenbasierte Auswertung, Geschäftsstrategien in den ersten Schritten vorhanden, aber da muss man wesentlich noch weiter investieren, weil es geht weit über die Nutzung von transaktionalen Systemen und transaktionalen Daten heraus. Das reicht nicht, es ist ein wichtiger Aspekt, natürlich auch unsere Historie, aus der wir kommen, nur es geht eben auch darum, wir sehen immer mehr Experimente mit was machen wir? Wir machen was mit Big Data, wir nutzen da ein bisschen Hadoop. Wenn man da genau reinschaut, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, wo man sagt, die datenbasierte Nutzung, Analyse, aber auf Enterprise-Grade-Level, würde ich sagen. Also, dass man richtig runterscrollen kann, segmentieren, mit dem richtigen Business-Kontext die Daten dann auch lesen kann. Das ist wirklich ein spannender nächster Schritt. Und wenn ich dann so eine umfassende Analyse aller Daten ermögliche, sei es jetzt strukturierte, unstrukturierte Maschinendaten, Sensordaten,
irgendwelchen Informationen, auch aus dem Internet, aus sozialen Netzwerken, die sie vorhin auch erwähnt hat, dann kommt man da zu ganz, ganz neuen Geschäftspotenzialen. Und vielleicht war die Frage war vielleicht am Anfang noch gar nicht klar. Und am Ende kriegt man da ganz tolle neue Antworten drauf. Und darüber entwickelt sich dann was ganz, ganz Großes. Und wichtig ist wirklich, die richtigen Signale rauszufiltern, und zwar in Echtzeit, weil ganz stark sehen wir auch im Moment im Rahmen der Digitalisierung im Vordergrund steht das Verhalten des Menschen. Und das Verhalten, wenn ich mich in einem Retail-Store vor einem Regal befinde, dann möchte ich die Informationen in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Und zwar über meine, was jetzt mir vielleicht zufälligerweise noch zusätzlich gefallen könnte, ohne dass ich da vorher drüber nachgedacht habe, auf Basis meiner vergangenen Historie. Das will ich in Echtzeit und will es aber auch am Ende eingebunden haben in die Geschäftsbereiche. Und wenn man sich das mal anschaut mit unseren Kunden, die Firma Siemens mit MindSphere, mit der Industry Cloud, die geht den Ansatz auf Basis der HANA Cloud Plattform mit einer offenen Plattform zur Vernetzung der tatsächlichen Produktionsanlagen, der Maschinen in die digitale Welt und bietet dann wieder Services für Gerätemanagement, Konnektivität, Datenspeicherung und so weiter. Das ist alles etwas, wo man die richtige IT-Infrastruktur braucht und wo man dann auf der Basis weitergehen kann. Vielleicht nur ein kurzes Beispiel, weil es noch aus aktuellem Anlass so nah ist, auch wenn wir die Europameisterschaft nicht gewonnen haben. Aber eigentlich sind wir natürlich in vielen Fällen der Gewinner der Herzen, weil wir haben, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, wir haben die Elfmeter-Datenbank, die Penalty-Datenbank für den Deutschen Fußballbund gebaut, wo wir auch sagen müssen, am Elfmeterschießen sind wir nicht gescheitert, aber wir haben auf Basis von Daten, von Algorithmen das Verhalten der Personen ausgewertet, der Spieler, in welche Ecke spielen sie, in welcher Spielsituation ist man, mit welchem Fuß schießt man, und so konnte sich der Manuel Neuer entsprechend auf die ganzen Spiele vorbereiten. Datenbasiert. IT, Service, Marketing zusammen. Wahnsinn. Das hätten wir natürlich in Zukunft noch gerne, das hätten wir dann in Zukunft noch gerne noch mehr predictive, dass wir das im Vorhinein genau wissen, was passiert. Aber wie so immer im Leben, auch da menschelt es manchmal natürlich, ja. Ja, das wäre auch schade, wenn wir das schon alles vorher wissen. Absolut, sonst könnte ich auch noch Profifußballer werden, das wollen wir. Genau, das schaffen wir auch noch. Jetzt ist natürlich noch mal ganz... das Ganze ist natürlich ein echt sehr komplexes Unterfangen häufig. Ne? Also wie Sie auch sagen, man weiß im Vorhinein häufig nicht, was dabei rauskommt. Wo fängt man denn an als IT-Verantwortlicher? Also wenn ich noch gar nicht genau weiß, welche Ergebnisse meine Datensammlung liefert, wie fange ich an und wie helfen Sie bei der SAP den Kunden dabei, das Schritt für Schritt anzugehen? Also im Grunde die Basis des Glücks, würde ich sagen, ist erstmal eine flexible und eine vereinfachte, also eine simplifizierte IT-Architektur. Damit man tatsächlich am Ende auch in der Lage ist, sich an die Geschäftsanforderungen, die wir heute gar nicht kennen, anzupassen. Und genau darum geht es ja auch, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Heute schon wissen, was morgen kommt oder heute schon die Fragen von morgen zu beantworten. Aber ohne tatsächlich auch alles vorzudefinieren. Und das ist eben auch gerade die Schönheit der IT-Plattform oder die Möglichkeiten, dass man eben nicht alles voraggregieren muss, sondern on the fly die richtigen Fragen und Antworten auch zusammenbekommt. Das heißt, kurz gesprochen, die IT-Architektur muss neu überdacht werden. Die bisherigen Architekturen haben sehr häufig Datensilos, Aggregate, Dubletten, Indizes gebraucht, einfach um mit performanter Basis auch noch was rauszubekommen aus dem System. Und das ist natürlich ein limitierender Faktor. Deswegen muss man sich da in Richtung IT-Architektur nochmal die Frage stellen, bin ich für die Zukunft richtig aufgestellt?
Und das heißt, Lösungen wie HANA sollen das Ganze eben nicht komplexer machen, auch wenn es ja auf Anhieb häufig erstmal sehr komplex wirkt, weil diese Technologien so wahnsinnig viel können. Aber im Endeffekt soll das Ziel sein, das Ganze deutlich zu vereinfachen, um somit schneller reagieren zu können. Das Gute ist, Frau Duft, Sie haben jetzt das Wort HANA gesagt und ich habe es mal als erstes verwendet. Es liegt irgendwie nahe, wenn man mit der SAP über Daten spricht. Genau. Ja, also Sie haben es völlig richtig angesprochen. Wir haben hier in dem Rahmen die In-Memory-Plattform HANA entwickelt, um genau die Herausforderungen auch zu lösen, weil nämlich unabhängig von der Datenquelle und von der Datenart on the fly sozusagen Informationen aggregiert werden können und praktisch die richtigen Antworten gegeben werden können auf Basis von Echtzeitdaten. Und da sind wir wirklich rangegangen mit der In-Memory-Plattform und haben auch unsere Anwendungen neu überdacht mit S/4HANA. Das ist unsere neue Generation der Business Suite. Sind wir rangegangen und haben gesagt, diese ganzen Indizes, Aggregate der Vergangenheit, die brauchen wir nicht mehr, weil die In-Memory-Technologie das so vereinfacht und auch möglich macht, mit dem kleinsten Geschäftsobjekt auch zu arbeiten. Und das ist tatsächlich dann unsere Single Source of Truth, würde ich mal sagen, um die Entscheidung basierend dann die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt auch treffen zu können. Und wenn man sich das Portfolio anschaut, SAP HANA ist unsere Technologieplattform. Die Plattform, wir haben oben drüber S/4HANA als Anwendung, aber manchmal muss es auch schnell gehen. Und in dem Umfeld, da bieten wir zum Beispiel die SAP HANA Cloud Plattform an, um den IT-Verantwortlichen auch praktisch so ich würde sagen, vielleicht ein Schnellboot anzubieten, um agil und schnell auch Innovationen den Fachbereichen zeigen zu können und damit auch eine immense Akzeptanz beim Fachbereich zu bekommen. Und das ist wirklich also ein Ansatz, wo wir sagen, den gehen viele unserer Kunden nach so einem Design Thinking Workshop, den Piloten auf Basis der HANA Cloud Plattform umzusetzen, zu implementieren und dann mal zu schauen, auch wie der Endanwender reagiert. Das heißt nicht immer notwendigerweise gleich mit dem ganz großen Wurf und dem ganz großen Projekt starten, weil ich glaube, das hält ja viele Unternehmen irgendwie davor ab, dass sie vor so einem riesen Berg an Notwendigkeiten oder Bedürfnissen stehen und gar nicht wissen, wo sie wirklich anfangen sollen, aber dass man wirklich in kleinen Schritten auch vorgeht und nicht gleich eine riesige, komplexe neue Architektur bauen muss, sondern auch klein anfangen kann. Absolut. Also es ist, mein Finanzberater hat früher, der hatte aber was anderes im Sinn, der hat immer gesagt, das eine tun, das andere nicht lassen. Fand ich nicht so toll, weil ich wusste, was er wollte. Aber der Ansatz ist wirklich, man darf das große Ziel nicht aus den Augen lassen. Und auf dem Weg zum großen Ziel muss man einfach kleine Feuerwerke der Begeisterung zünden. Und aber in der richtigen, im richtigen Setup, auf der richtigen Basis, ohne eben hier überall Kleinstlösungen zu generieren, die nachher nicht mehr zusammenpassen. Und da wirklich hat man einen Blumenstrauß von Möglichkeiten, wo man anfängt. Aber man muss den Blumenstrauß und das Gesamtbild trotzdem im Auge haben. Ja, dass wir eben nicht hinten zu so einem Flickenteppich kommen, überall wird ein bisschen was gemacht, aber nichts wird miteinander passt in die übergreifende Strategie, sondern die übergreifende Strategie schon trotzdem immer im Blick haben. Ne? Jetzt möchte ich nochmal fragen, gibt es noch Fragen aus der Teilnehmerrunde? Im Grunde haben Sie die sogar schon recht gut beantwortet. Also es war eben die Frage, welche Rolle denn die SAP-Partner bei der Datenintegration mit HANA spielen. Vielleicht könnten Sie da nochmal drauf eingehen. Sehr, sehr gern. Also das Thema Partner-Ökosystem ist mir auch persönlich sehr wichtig, weil der Partner ist häufig am Puls des Kunden. Und deswegen ist uns das Enabling der Partner sehr wichtig und einfach sehen wir auch, wir gehen da Hand in Hand mit unserem Ökosystem voran, um unseren Kunden den Weg in die digitale Transformation zu ebnen. Und ich möchte das Partner-Ökosystem vielleicht auch noch aus einer Sicht ergänzen und erweitern. Sie haben vorhin auch von dieser Startup-Kultur gesprochen. Die Startup-Kultur, da könnte ich jetzt auch noch Stunden drüber sprechen, wie wir das bei SAP selber machen mit Innovation-Centern und Entwicklungskulturen.
aber ganz wichtig ist uns auch, wenn es tolle Ideen am Markt gibt mit einem Start-up, auf die richtige Plattform zu setzen und dann eben aber auch gemeinsam zu unterstützen, hier an den Markt zu gehen, weil wir davon überzeugt sind, dass Startups eben auch hier schnell tolle Ideen umsetzen können, aber auch hier brauchen wir die richtige Infrastruktur. Und als ein Beispiel jetzt als Partner und als Startup, wo persönlich auch mein Herz dran liegt, ist zum Beispiel das Thema Celonis mit dem Thema Process Mining, sich die Prozesse mal in Echtzeit anzuschauen, wie sie implementiert sind, beziehungsweise wie sie tatsächlich auch durchlaufen. Mit Durchlaufzeiten, da kann man ganz tolle Überraschungen auch erleben. Und das ist auch ein Einstieg in das Thema digitale Transformation. Und also von daher Partner, wichtiger Aspekt. Einmal von der Sicht der Implementierungspartner, aber auch aus der Sicht der strategischen Partner, aus der Sicht der Ergänzung des Portfolios. Dazu müssen die Partner natürlich auch wirklich selbst innovativ agieren und in Geschäftsmodellen mehr denken, als sie das vielleicht in der Vergangenheit getan haben, wo sie ihr Partnerökosystem ja sehr stark technologielastig war. Da verändert sich wahrscheinlich auch sehr viel im Partnersystem, oder? Absolut, absolut. Also natürlich gibt es Partner, die sind sehr stark auf bestimmten Bereichen fokussiert, was auch gut ist in ihrem jeweiligen Portfolio. Aber es gibt einfach, ich sehe auch klar die Veränderung, diese Moderatorenrolle auch mit dem Kunden zu übernehmen, die unterschiedlichen Bereiche innerhalb des Kunden zusammenzubringen. Und auch hier wieder den IT-Fachbereich, Sales Marketing als Beispiel herausgegriffen, zusammenzubringen und einfach mal gemeinsam auch ranzugehen, um über Innovationen zu sprechen. Und das, wie gesagt, das darf nicht nur von uns als SAP passieren, sondern es passiert auch häufig und muss auch noch mehr vom Partner-Ecosystem getrieben werden. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schneider. Ich glaube, wir sind auch schon fast am Ende unserer Zeit. Ich fand das eine sehr spannende Diskussion. Ich glaube, wir können noch stundenlang weiter diskutieren. Was ich so an ganz wesentlichen Punkten mitgenommen habe, ganz zentral Silos aufheben, die Leute an einen Tisch bringen aus den unterschiedlichen Abteilungen, sehr, sehr wichtig. Dann gemeinsam aus Kundenperspektive heraus denken und durchaus auch mal klein starten, wie Sie sagten, kleine Begeisterungsfeuerwerke entfachen. Ich glaube, das hilft auch der IT, wenn man wirklich sieht, da passiert was. Es muss nicht immer gleich das Dreijahresprojekt sein, sondern können kleine, spannende Schnellbootprojekte sein, die dann auch der IT helfen, ihre entsprechende Rolle anders wahrzunehmen, als das in der Vergangenheit war. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass viele der Punkte, die wir angesprochen haben, auch in einem White Paper zusammengefasst sind. Die IT braucht eine digitale Agenda und in einem Blogbeitrag. Und es wird auch noch ein Q&A-Dokument geben, wo wir die Fragen, die wir heute gemeinsam diskutiert haben, noch mal verschriftlicht haben, dass Sie das noch mal nachlesen können oder auch weitergeben können. Und ja, Frau Schneider, vielen, vielen Dank. Sehr gern. Und wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen haben, gerne auch nochmal im Nachgang, beantworten wir gerne auch noch per E-Mail. Ich glaube, die Kollegen haben auch weitere Fragen noch aufgenommen und kommen wir auf Sie zurück. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Und wir werden dieses Webinar am Donnerstag auch um 2 Uhr nochmal auf Englisch durchführen. Wenn Sie Kollegen haben, für die das noch interessant sein könnte, weisen Sie gerne darauf hin. Genau. Vielen Dank, Frau Duft. Vielen Dank, Frau Schneider, auch nochmal für die Zusammenfassung. Es sind noch ein paar spannende Fragen und wie gesagt nochmal der Hinweis für Sie als Teilnehmer. Sie bekommen die Links alle von mir in den nächsten Stunden nochmal zugesandt. Genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit, Frau Duft, Frau Schneider, für Ihre Zeit und den interessanten Beitrag. Und dann wünsche ich allen auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag heute.